Hey Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Kochen mit Roman. Kochen mit Roman, die beste Sendung auf ganz YouTube. Okay, meine werten Damen und Herren, wir machen heute was ganz Besonderes. Wir sind heute in meiner Küche und werden heute schwarzes Essen kochen. Schwarzes Essen, fragt ihr euch? Schwarzes Essen. Wir haben hier schwarze Nudeln. Das sind Nudeln von La Molisiana von Antico Molino de Españole de Cumbumbade. Das waren gerade alle Beleidigungen. Alle Beleidigungen auf Spanisch? Nein, nein, hab ich nicht. Und das sind unsere schwarzen Nudeln. Das heißt, das ist unsere Basis für heute, was wir kochen werden. Natürlich brauchen wir neben den ganzen anderen Kram noch eine Nebenspeise und natürlich ein Getränk. Und die zeige ich euch jetzt auch gleich. Wir haben nämlich noch insgesamt hier noch richtig schöne, nice... Jetzt kommt's, okay? Jetzt okay. Kommt's. Wir haben einfach schwarze Chicken Nuggets. Schwarze, aber das ist so eine Halloween Edition. Das ist doch die habe ich gekauft zu Halloween, weil ich die einfach so im Laden gesehen habe. Und das sind einfach schwarze Nuggets, Alter. Und das ist sogar das Erste, was wir jetzt erstmal machen werden. Und zwar müssen wir nämlich tatsächlich diese Dinger in den Ofen reinstellen. Das heißt, Hähnchen-Nuggets aus fein zerkleinerten Hähnchenbrustfleisch. Mit einem Red Pepper Dip. Oh yeah. Die gefrorenen Nuggets bei 180 Grad Umluft. Ist es Umluft? Ja doch, das ist Umluft. Kenn mich nicht aus. Und dann lege ich die da einfach mit rein, wenn das alles vorgewärmt ist. Auf jeden Fall brauchen wir nämlich neben dem Essen, ne, noch was zu trinken. Und das ist auf jeden Fall ein super Special, was ich für euch vorbereitet habe. Freunde, Freunde, ich packe für euch aus das wunderschöne Wasser in Schwarz. Burg. Schaut euch das an. Das ist Wasser, was ich mir aus dem Internet für 11 Euro bestellt habe, okay? Alter. 11 Euro! Weißt du was? Ich bin jetzt nicht mehr der 5 Euro Wassermann. Stimmt. Sondern du. Ich habe jetzt noch mehr Geld ausgegeben als Lars. Lars hat nämlich mal am Flughafen 5 Euro für Fidschi-Wasser ausgegeben und ich habe 11 Euro für schwarzes Wasser ausgegeben. Wir werden später checken, wie das Zeug schmeckt. Alright, wir holen uns einen Topf raus, ganz easy, und machen jetzt erstmal die Nudelauis. Das heißt, ich glaube, die Nudeln müssen wir auch einfach nur ganz chillig, easy, quick, einfach abkochen im Wasser. Also, was haben wir jetzt noch? Wir haben die Nudeln und natürlich muss man zu den Nudeln noch was anderes machen. Man muss nämlich noch machen die Hackfleischsoße. Falls ihr das Video gesehen habt, wie wir die Big Macs da gemacht haben in unserem Big Mac Lasagne-Videos. Die waren richtig schlimm, gell? Da haben wir auch Haggis benutzt. Und heute ist die Rückkehr der Haggis-Soße. Viele Leute fragen mich jetzt natürlich, Roman, Fleisch ist doch rosa. Bist du denn dumm? Du kochst doch schwarz. Anfänger. Ich habe natürlich in der Backabteilung dreimal solche schwarzen Dinger hier bestellt. Das ist Farbpaste. Und das kann man, glaube ich... Ach so, das hast du mir geschickt. Das kann man einfach so... Profi bei der Arbeit. Junge, nimm doch einfach eine Schere. Oh, du bist scharf, Alter, warum? Junge, das sieht so gruselig aus. Scheiße, was habe ich gemacht, Mann? Geht es nicht weg? Es geht nicht weg. Ja, können wir uns darauf einigen, dass ich mir einfach die Zähne nicht geputzt habe? Junge, das sieht so komisch aus. Ich weiß nicht, wenn du so weitermachen willst. Okay, wir schneiden jetzt die Zwiebeln. Wir holen frische Zwiebeln raus, am besten 2 Stück so. Kann ich mehr, ey. Jetzt hör auf, mein Gesicht zu filmen. Okay, wir lachen jetzt nicht mehr. Putz mir jetzt die Zähne, Alter. Geht's jetzt wieder? Ja, yes. Ja. Das ist mein Messer, was wir heute verwenden werden zum Zwiebelschneiden. Ich war in Japan und habe mir dieses wunderschöne Messer dort gekauft und bin Fan vom Messerschleifen. Das heißt, ich zeige euch, was das Messer kann. Ich war gar nicht dabei. Du warst nicht dabei? Nein. Da war ich im Urlaub. Ach so. Guck hier. Ach du. Alter, warte. Pass auf, dass du dir. Bitte, Roman. Ah. Boah. Wir holen uns das Brettchen kurz raus. Das Wasser ist schon auf. Die kleinen Sachen hier schieben wir alle beiseite. Willst du ein bisschen? Also, wir schneiden ein bisschen Zwiebeln. Also ich mache da ehrlich gesagt nichts anders, außer mein Zwiebeltool, was ich habe. Oh, stimmt. Kennst du mein Zwiebeltool? Ja, ja, du hast willst du das mal sehen? Kettensägen-Ding da, gell? Das ist so ein Kettensägen-Ding, genau. Ich hole das mal kurz raus, dann geht es nämlich schneller. Das ist meine kleine Kettensäge. Und zwar funktioniert das so. Ihr nehmt euch die 2 Zwiebeln, das ist jetzt die 2. Zwiebel. Aber ich finde, da verlieren die viel an Geschmack. Findest du? Mhm. Ich finde einfach nur, dass es weniger Arbeit bedeutet, so.
Auf jeden Fall schmeißen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 von den Dingern rein. Ich koche ganz schön schlecht, ich weiß. Ich glaube, man kann bei mir eigentlich echt gar nichts lernen, außer sich selber zu verletzen. Ja. Oh, da liegt ein Finger. Mach. Alter, hast du das jetzt abgerissen, Mann? Ist angegangen, gell? Warte. Und jetzt guck dir mal an, was da jetzt für ein Ergebnis rauskommt. Das Ding ist so praktisch. Ist sie gut. Meine Augen drehen. Er hat hier das ganze Papier weggeschmissen. Keine Ahnung, Typ mit schwarzen Zähnen. So, also ich nehme meistens immer ein bisschen mehr Öl, weil Fett schmeckt bekanntlich sehr gut. Und wir ernähren uns eigentlich gar nicht mal so gesund. Gerade nicht, muss ich zugeben. Nee, gerade nicht. Also es ist ja... Aber es war schon mal schlimmer, muss ich zugeben. Ja, ich würde auch sagen, dass wir mal dicker waren. Auf jeden Fall. Ich nicht, ich war schon immer ein schlanker, hübscher Typ. Ich weiß nicht, ob ihr mein Hawaii-Video gesehen habt, aber da war ich dick, Alter. War ein Plan. Voilà. Aber Roman... Jetzt fällt mir gerade so auf, was wird das denn heute? Weil du machst Nudeln und Chicken Nuggets? Wer isst denn Nudeln mit Chicken Nuggets? Ich? Es gibt einen Grund, warum das Gericht so geworden ist, wie es jetzt geworden ist. Ich, Roman, ich habe halt Sachen gekauft, die schwarz sind. Und wie bekanntlich weiß jeder, dass die einzigen schwarzen Lebensmittel auf dieser Erde verbrannt sind. Nudeln sind, Chicken Nuggets und Wasser. Und den Rest färben wir uns einfach so, wie wir wollen. Wir machen jetzt hier nochmal den hier, damit die Nudeln und Zwiebeln noch ein bisschen karamellisieren. Dann holen wir hier ein bisschen Haggis raus. Der gute alte Hack-Mack. Ja, aber das muss jetzt erstmal noch ein bisschen mehr Dings, ne? Mehr anbraten. Wir schauen uns jetzt die Chicken Nuggets von innen an. Do you like Chicken Nuggets? I love Chicken Nuggets. So was Tolles habe ich noch nie gesehen. Eine Tüte in einer Tüte. Was ist? Das ist der Ketchup. Alter Junge. Bist du bereit? Wollen wir uns mal einen ansehen gemeinsam? Ja, aber der sieht wirklich aus wie so ein Kohlebricket. Wir essen einfach so Kohlestücke, gell? Also rein in den Ofen. Alexa? Ja? Timer 20 Minuten. So, die Chicken Nuggets sind für 20 Minuten jetzt im Ofen. Und wir machen jetzt weiter bei der guten alten Bolo-Soße. Okay, wir haben die Zwiebeln karamellbraun. So, Bolo-Rezepte habe ich voll drauf, gell? Alles, was mit Fleisch zu tun hat. Ja, das machen wir jetzt einfach ein bisschen, bis das jetzt alles angebracht ist. Ich möchte mal sagen, wie ich gekocht habe mal. Ich habe einfach mal so ein 500 Gramm Haggis genommen, es gebraten, habe es mit Salz einfach gegessen. Du hast einfach so 500 Gramm Fleisch, Haggis, einfach so gegessen einfach mit Salz. Also auf jeden Fall, wir braten das Ganze jetzt an. Werden dann nach einer Zeit ein wenig Tomatenmark, Salz und Pfeffer dazugeben. Und später, wenn dann die Tomatensoße mit dazukommt, werden wir mit der schwarzen Lebensmittelfarbe für einen schwarzen Kick sorgen. Okay, ich habe jetzt kurz den Tomatenmark schon mal rausgeholt für später. Wir machen das Ding hier kurz aus, damit es nicht zu laut ist. Was wir jetzt machen... Mark? Das ist Tomatenmark von Patty. Mark! Wir holen jetzt mal diese Spaghettis raus und schauen uns die einfach mal an, ne? Sieht aus wie so ein Seil. Guck mal, einfach mal Fimmer gegen das Licht. Das ist einfach so eine schwarze Spaghetti. Schon crazy, ne? Okay, warte mal, ich hol mal ein paar mehr raus. An so Fäden. Alter. Alter. Du musst sie einfach reinlegen und dann liegen die. Was hast du für geile Tricks? Danke. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Tomatenmark rein. Manche sagen, es ist zu viel, manche sagen, es ist mir zu wenig, aber wir kochen heute schwarzes Essen, deswegen ist es mir eigentlich egal, wie ich den Anfang koche. Es ist richtig hart und richtig trocken. Schmecken wie Wüste. Hörst du meinen Zahn? Eins. Okay, reicht. Fünf. Alter. Digga, ich kann auch Dings wie Ninja aufstellen. Willst du mal sehen? Ich weiß, ich hab das schon gesehen. Willst du mal sehen? Na, okay. Alter, das ist schon heftig. Wie machst du das? Ich, Dings. Shoutout an meine Mutter. Was wir jetzt machen, wir kippen einfach die Tomaten rein, mehr gezeigt, nicht zu sagen so. Übrigens, viele Leute haben sich dieses Video mega gewünscht und wir machen das eigentlich nicht deswegen, sondern weil wir Bock hatten auf schwarzes Essen. So, schwarze Spaghettios. Werf die an die Decke und guck. Nein, ich werf nichts an die Decke. Oh, ich habe fast die Spaghetti verloren. Sozusagen. Ne, schmeckt ganz normal. Und jetzt kommen wir zum interessantesten Part. Das, was meine Zähne ruiniert hat, kommt jetzt in die Bolo-Soße. Damit die Bolo-Soße schwarz wird. Ja klar, muss es doch, oder? Bist du bereit? Okay.
Aber nicht, dass es zu süß ist am Ende. Nee, es muss aber schwarz werden. Sonst wird es nur grau, weißt du, ich meine? Nee. What? Alter. Zur Hölle. Das sieht aus. Alter, das sieht schon hart widerlich aus. Alexa? Ja? Wie lang geht mein Timer noch? Weniger als 3 Minuten und 40 Sekunden verbleibend auf deinem 20-Minuten-Timer. Wir können anrichten, Alter. Boah, das ist schon hart widerlich, ne? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Irgendwie sieht es aus, als wäre das... Das sieht so unecht aus, gell? Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals gekocht habe. Holy Kapoli, diese Nudeln sehen voll lustig aus irgendwie. Oh mein Gott. Chill mal, wir warten ja noch auf die Nuggets, gell? Ja. Yeah. Das könnte halt auch ein schwarzer Wein sein. Echt? Also ich habe gehört, dass das Wasser einfach nach Wasser schmecken soll. Oh Mann, mach jetzt. Chicken Nuggets! Alexa, Alexa! Stopp. Alexa, sei leise! Stopp, Alexa! Das sieht einfach aus, als wären die verbrannt einfach. Das ist, als hättest du die zu lange drin. Aber ich habe die nur 20 Minuten. Alter, das sieht so hart widerlich aus. Das ist der Wahnsinn. Also, ich würde sagen, ich probiere jetzt erstmal einen Sip, oder? Ich nehme eine Sip. Ja. Din, 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 din. Das schmeckt 1:1 wie Wasser. Wirklich. Ich will auch mal probieren. Probier mal. Hm. Bisschen süßer, würde ich sagen. Ich finde, das schmeckt 1:1. Das schmeckt aber voll gut eigentlich. Ah, heiß! Geht eigentlich, ne? Schmeckt wie ein Chicken Nugget. Aber ich finde ein bisschen... Kann man essen, oder? Auf jeden Fall. Hört, 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 hört! Din, 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 din. Mit ein bisschen extra Haggis nochmal mit drauf. Oh nein, deine Zähne werden jetzt davon wieder schwarz. Ey, du glaubst es mir oder nicht, aber das schmeckt 1:1 nach Spaghetti Bolognese. Wirklich. Ey, kein Spaß. Und auch mit dieser Süßungsdingsbums, was du da... Ja. Yeah. Die Farbe. Schmeckt. Aber das, voll gut. Ich ärgere euch jetzt nicht mehr, indem ich euch hier nicht hungrig mache. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Falls ihr eine weitere Folge wollt, wie wir etwas kochen, gebt uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben und schreibt uns gerne in die Kommentare, was Verrücktes wir denn kochen wollen. Lars ist bestimmt auch wieder gerne dabei. Nein. Oder nicht? Gebt uns einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao.